So Leute, willkommen zum Teambuilding für den 12. Spieltag der GPL Season 8 Liga 2. Wir spielen diese Woche gegen den guten Blocky mit seinem Team Kastanienbomber und es wird spannend. Es wird sehr spannend. Letzte Woche haben wir einen Spoiler an der Stelle, wenn ihr den Kampf noch nicht gesehen habt, schaut ihn am besten direkt aus Dennis Perspektive. Das ist nur empfehlenswert. Also Spoilerwarnung hier. Haben wir den Kampf leider Gottes auf dem Papier 2-0 gewonnen, in der Praxis 6-0 verloren, weil wir die Item-Clause gebrochen haben. Leider Gottes. Ganz, ganz blöde Geschichte. Dazu sage ich im Video mehr, also schaut da gerne nochmal rein, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Das mache ich jetzt hier nicht. Wir schauen uns jetzt an, wie unser Matchup gegen Blocky aussieht, denn die Situation ist folgende. Wir sind auf dem 7. Platz aktuell, was super scheiße ist, haben jetzt eine -4er Differenz. Und wir können an diesem Spieltag Blocky überholen. Das kann man schon mal sagen. Wenn wir jetzt dranbleiben und alle Wins holen, haben wir noch Chancen aufzusteigen. Entsprechend ist natürlich jetzt der Plan, dreimal zu gewinnen. Ganz klar. Wäre entspannter geworden, hätte ich den letzten Kampf nicht geintet und einfach gesagt, jo, Pal ist ein schönes Mode-Accessoire und ich mache jetzt einfach zweimal mit. Aber so lässt sich halt nichts machen, ne? Entsprechend. Stehen wir jetzt Blocky gegenüber, wir schauen uns den Kader der Kastanienbomber an und wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Also, rüber zu den Kastanienbombern. Da haben wir im S-Tier, Boreos in der Tiergeistform, und Knackrack. Im A-Tier sehen wir Gengar und Primarine. Gengar ist reingekommen für Mosquito. Will ich ja nochmal dazu sagen. Metagross sehen wir im B-Tier zusammen mit Fuegro und Scaraborn. Scaraborn hier ein Neuzugang, der reingekommen ist für Roserade, meine ich. Im C-Tier sehen wir dann Muruda reingekommen für. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Frostedie, doch. Frostedie war da. Das normale Amigento und neu dabei auch Wolverock, was für Kastlied ins Team gekommen ist. Und im D-Tier sehen wir Raichu. So, soviel erstmal zu dem Punkt, zu diesen 11 Mons. Ich habe mich jetzt gepreppt und man kann sagen, dass ich eventuell so ein bisschen Mut zur Lüge gemacht habe. Ich habe mir das Team angeschaut und ich habe sehr, sehr viele Gedanken gemacht darüber, weil jetzt geht es halt um viel und habe mir angeschaut, wie das Matchup von den einzelnen Mons aussieht. Und ich finde, ich kann ein paar Mons ausschließen, die mitkommen könnten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Raichu und Silvelli nicht mitkommen werden. Warum ich die beiden ausschließe, kurze Meinung dazu. Wir haben Urshifu, was schneller ist als Silvelli und dementsprechend da auch mal einen Hit nimmt und dem dann halt einfach umböllern kann. Gleichzeitig haben wir Heatran, wo ein physisches Silvelli zum Beispiel gar nicht durchkommt. Raichu sehe ich auch nicht wirklich mit 3 Elektro-Unitäten, die ich theoretisch mitnehmen kann. Denke auch nicht, dass das mit am Start sein wird. Am Ende muss man sagen, man kann sie natürlich mitnehmen, aber ich finde, er hat einfach bessere Optionen gegen mein Team. Gleichzeitig glaube ich auch, dass Tornadus eher weniger mit dabei ist. Es ist langsamer als Aerodactyl, womit er letztes Mal schon Probleme hatte. Und generell hat er hier nicht so die Möglichkeiten, groß zu tanken. Klar, der kann Urshifu unter Druck setzen, aber der kriegt halt auch Pressure anderweitig ins Gesicht. Entsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass der ebenfalls zu Hause bleiben könnte, weil ich auch da wieder denke, dass er bessere Optionen hat als das. Genau. Was ich jetzt denke, was er mitnehmen könnte, bleiben logischerweise übrig. Knackrack, Gengar, Primarine, Metagross, Fuegro, Scaraborn, Muruda und Wolverock. Tag. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er aufgrund eines sehr guten Matchups Metagross mitnehmen wird, weil Metagross, haben wir letztes Mal schon gesehen, hätte der Weakness Policy getragen letztes Mal, wäre es richtig gefährlich geworden. Hat er nicht, hat er einen Expertengurt dabei. Es könnte sein, dass er diesmal Weakness Policy Agility spielt. Darauf musste ich mich preppen und das war lustig. Also Metagross hat ein insanes Matchup und ist in meinen Augen sicher gesetzt für diesen Kampf. Gleiches gilt eigentlich auch für Muruda. Muruda, finde ich, ist so ungefähr der Urshifu-Switch-In, den man sich vorstellen könnte. Er kommt in die Kampfmoves rein, die er immunisiert. Er kommt in die Wassermoves rein, die er resistiert mit einer guten Verteidigung und einem soliden Tech-Set. Das heißt, er kann mich tanken und danach wieder austeilen. Was es für Urshifu da schwierig macht mit Delmas. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Delmas mit dabei ist. Außerdem pressured er mein Team ziemlich hart mit seinen 3 Steps. Also Steelworker gibt ja noch Stahlsteps so gesehen. Pflanze, Geist und theoretisch noch ein Erdbeben. Damit setzt er alles, was ich im Team habe, solid unter Druck und dementsprechend ganz, ganz gefährlich auch an dem Punkt. Das heißt, die 2 Bonds würde ich jetzt schon mal setzen. Ich denke auch, dass er Primarine wieder dabei haben wird als sein Water-Type. Der war ja theoretisch, also er war letztes Mal nicht so krass, aber er ist theoretisch ziemlich gut gegen mein Team, weil ich nicht so viele Switch-Ins habe. Mehr als letztes Mal, das heißt, er muss sie vielleicht nicht unbedingt mitnehmen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er sie trotzdem mit dabei haben wird, weil er halt doch offensiv sehr viel Druck damit aufbauen kann.
Wolverok halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass mitkommt. Erstmal aus Bietet des Latias, was für ihn viel wert sein kann. Außerdem hat es den Turbofelsen. Es ist ein Pokémon, eines der beiden Pokémon, eines der Pokémon auf jeden Fall, sagen wir mal eines der Pokémon, die er, ich glaube auch wegen des Aerodactyl-Matchups, gepickt hat. Also sehe ich schon, dass er das dann mitnehmen möchte, um da eben noch eine zweite Prio zu haben. Klar, er hat auch den Patronenhieb auf Metacross, aber damit hat er noch eine zweite Prio am Start, eben mit dem Turbofelsen, mit dem er dann entsprechend Aerodactyl hitten kann und das rausnehmen kann, wenn das zu gefährlich wird. Also ich denke, dass er Wolverok auch hier mit dabei hat. Dann haben wir schon mal 4 Mons, bleiben noch 2 weitere. Ich denke, dass Garchomp mit dabei sein wird. Ich habe 2 Elektro-Pokémon. Er will vielleicht eine Elektro-Unität dabei haben. Er hat noch Raichu ansonsten, aber ich glaube, Raichu ist jetzt nicht das Elektro-Pokémon, das jetzt richtig Bock hat auf dieses Matchup, weil er macht halt durch Landhund nicht wirklich was. Und Thundurus, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob er gegen Thundurus so richtig einen Damage-Out hat. Es ist auf jeden Fall schwierig für Raichu. Da sehe ich Garchomp doch wieder mit einem Setup oder sowas in der Richtung als wesentlich gefährlicher an. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass einem das nicht im Duan fliegt. Würde ich also an der Stelle auch wieder ganz klar sehen, weil er da einfach auch sehr viele Moves hat, die er offensiv drücken kann. Und damit bleibt noch ein Pokémon offen, was er mitnehmen könnte. Und das würde ich halt entweder aus Gengar, Fuego oder Scarabon sehen. Die sehe ich alle für, halte ich alle für möglich. Wir haben Bedroh auf Fuego, was in sowas wie Celebi zum Beispiel sehr gut reinkommen kann, was das im Prinzip hardcheckt, solange ich nicht Erdkräfte habe. Gengar, was ebenfalls gegen Celebi zum Beispiel großen Druck aufbauen kann, aber eben auch sehr viel Speed mitbringt. Das Speed halt mit Latias kann mir Druck machen, kommt in die Kampfmoves von Urshifu gegebenenfalls rein. Ist nochmal ein Switch-In für Silvery Fairy zum Beispiel, wenn ich dann eine Multi-Attack drücke. Der nimmt auf jeden Fall mal einen davon, weil er auch Metagross hat, was es natürlich besser macht. Wobei ich Gengar vielleicht gar nicht zwingend so sehr sehe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dabei ist. Also das ist schwer zu sagen, aber Fuego, Gengar oder Scarabon mitnimmt. Scarabon ist halt super scary, wenn es einmal verbrannt ist, dann drückt er Schaden. Es hat langsamer als alles als sehr vieles im Team. Sagen wir nicht alles, sagen wir sehr vieles im Team. Auch die Sachen, die ihm Druck machen, Aerodactyl, Silvelli, Latias. Das habe ich noch im Team. Ich weiß gerade nicht, was ich noch im Team habe. Heatran. Heatran ist langsamer, okay. Heatran ist langsamer, den Punkt gebe ich ihm. Aber sehr viele Sachen sind schneller als Scarabon, deswegen weiß ich nicht, ob Scarabon zwingend dabei sein wird. Aber alle drei halte ich nicht für ausgeschlossen. Es kann natürlich auch wieder Tornadus dabei sein, aber ich denke, dass offensiv, also gerade offensiv, machen die anderen drei eben doch wesentlich mehr Druck. Genau. So viel zu meiner Vermutung, was ich glaube, was mitkommt. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ganz schwierig gesagt, würde ich sagen, es kommt Garchomp, es kommt Primarine, es kommt Metagross, es kommt Dermais, es kommt Wolverok und dann mit einem kleinen, unsicheren Fragezeichen würde ich sagen, es kommt noch Fuego mit. Aber das ist schwer zu sagen. Aber wir werden es sehen. Wir werden das spätestens im Kampf sehen. Was noch wichtig zu sagen ist, sein Team hat wenig reliable recoveries, also sowas wie Genesung oder sowas in die Richtung. Er hat Belebekraft logischerweise auf Tornadus, aber das hat keinen Roost. Ansonsten hat er eigentlich nur noch Dalmais, was Synthese hat. Und das andere dürfte, soweit ich es gesehen habe, keine Möglichkeit haben, sich zu recovern auf eine reliable Art und Weise. Das heißt, außer Rest oder, Leftovers. Das sind so, oder eine Zitrobeere oder so in der Richtung. Aber im Prinzip, eigentlich ist es nur Dalmais, was Synthese kann. Ist auch schon nervig genug. Also das reicht mir auch. Das heißt, es wird ein offensives Match vermutlich. Ich glaube, wir werden nicht viel defensive bei Blockgift ersetzen, sondern es wird offensives Böllerbus-Match. War letztes Mal schon so, glaube ich, diesmal wieder ähnlich. Vielleicht ein Mon oder zwei, die er defensiv spielt. Können wir Dalmais und Fulcro defensiv vorstellen, alles andere offensiv und damit Böllern dann. Kann man durchaus sehen. Gut. Kommen wir zu meinem Team, was ich angepackt habe, und da muss ich natürlich wieder ein paar Sachen zu erzählen. Da hatte ich nämlich erstmal 8 Mons drin, die ich überlegt habe mitzunehmen. Wir sehen jetzt auf jeden Fall für das Matchup erstmal Urshifu, Latias, Crocodile, Celebi, Aerodactyl und Silvelli. Fee, logischerweise, das ist Fairy. Ich hätte noch Lanturn und Heatran auf dem Schirm. Ich hatte Probleme mit den Mons. Lanturn hat Probleme, es kommt zwar in Primarina rein, also ich wollte irgendwas haben, was Primarina so ein bisschen checken kann wenigstens. Habe ich überlegt, Lanturn. Lanturn kommt an sich gut rein, aber macht halt nicht viel dagegen. Das heißt, es kann sich dagegen Setup mit Command etc. Das war ein Problem, was ich gesehen habe und was ich nicht vernachlässigen wollte. Deswegen war das wieder schwierig und das ist dann grundsätzlich, ist immer eine Prediction-Sache. Kommt jetzt Garchomp rein, wenn er meinen Elektromove prediktet und ich müsste Ice Beam drücken. Aber wenn ich Ice Beam drücke, könnte dann zum Beispiel auch Metagross reinkommen und so viel Druck machen. Oder es kommt Fuego rein und macht, ne, weil Fuego macht nicht so viel Druck. Aber, oder es bleibt einfach drin, das Primarine, und Command jetzt sich und damit wird es wieder gefährlicher. Steht hier nicht so ganz einfach, war defensiv nicht schlecht in dem Matchup, aber offensiv hat es ein bisschen zu wenig Druck gemacht, um hier durchschlagen zu können. Deswegen Honorable Mention, Lanturn an der Stelle, danke dafür. Heatran hat den Vorteil, dass es im Prinzip alles dazu forst, Erdbeben mitnehmen zu müssen, weil ohne Erdbeben kommt er an Heatran nicht vorbei in vielen Situationen.
Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich sehr wahrscheinlich. Problem mit Heatran ist, es ist nicht so stark in dem Matchup. Er hat solide Feuerresistenzen mit Primarine, Knackrak und Fuego, die auch in Magma Storm reinkommen können. Ein paar Monster, die schneller sind, die nicht zu verachten sind, muss man dazu auch sagen. Und die halt Heatran auch nicht das Maul geben. Und wie gesagt, Primarine ist einfach so ein super Switch-In für Heatran, weil Heatran einfach nicht sonderlich viel dagegen tun kann. Außer Toxic drücken zum Beispiel oder eben dann versuchen mit Flash Cannon oder sowas gegenzuarbeiten, aber die Spätze von Primarina sagt halt nein. Entsprechend schwierig und habe ich dann auch nicht so ganz gesehen, weil es mir zu passiv war. Da hatte ich allerdings ein Set drauf, was theoretisch, ich wollte es ursprünglich mit einem Luftballon spielen, um so einen Agility Metacross zu verhindern. Habe ich jetzt nicht. Logischerweise, weil es nicht dabei ist. Also brauche ich andere Möglichkeiten, das zu verändern, und wir haben andere Möglichkeiten. Wir fangen jetzt einfach mal vorne an, wir gehen mal zu Urshifu. Urshifu ist ein offensives Set. Das war auch ein Pokémon, was ich haben wollte, um A, nochmal Momentum zu haben an der Stelle. Und B, auch ein bisschen Breaking Potential. Wir haben mit Surging Strikes, Aqua Jet, U-Turn und Ice Punch keinen Move dabei, der Primarine richtig hart trifft. Allerdings, wie schon gesagt, Primarine hat keine Möglichkeit, sich zu recovern. Bedeutet, Surging Strikes macht trotzdem soliden Schaden. Und wir können Momentum generieren. Und er kommt, denkt, Beulenhelm ist uns, wir haben Protective Pads, Beulenhelm ist, juckt mich nicht. Gleichzeitig haben wir Aquajet dabei, was eben ein Setup Metacross nochmal ordentlich hitten kann. Das kann ein Tornado finishen zum Beispiel, kann allgemein ein Setup finishen, weil es einfach nochmal schneller ist. Es ist sehr effektiv gegen Volvorok zum Beispiel und gegen Fuego nochmal. Wobei Fuego sich nicht Speed Setup betreiben, aber mein Gott, man weiß ja nie, Volvorok ist auf jeden Fall schneller als wir und wir können das mit Aquajet wahrscheinlich ganz gut checken nochmal. Deswegen wollte ich einen Aquajet da dabei haben, um eben irgendwelche Sachen nicht zu übersehen. Allgemein, es gibt viele Pokémon, die relativ fragil sind in dem Team und schneller als Urshifu, deswegen sehe ich den Aquajet hier sehr. Genau, Ice Punch ist dafür da, dass wenn Muruda reinkommt, weil ich sehe, Muruda ist für mich der beste Check gegen Urshifu. Wenn das physisch defensiv ist, kriegt Muruda 35% von einem Eissieb. Das ist kein Two-Shot, aber man muss bedenken, so Thesa hat man auch nur 8-mal. Das heißt, der wird relativ schnell seine Synthese verlieren können. Und hat dann eventuell Probleme, allerdings setzt er dann wiederum Urshifu sehr unter Druck auf der Gegenseite. Aber wir können Ice Punch und U-Turn drücken und machen damit immer 50%. Wenn er komplett physisch defensiv ist, wenn er nicht physisch defensiv ist, machen wir sogar noch mehr. Da macht Ice Punch teilweise sogar 50%. Was ziemlich nice ist, gleichzeitig decken wir mit Ice Punch eben auch noch Garchomp ab. Und der einzige wirkliche Switchen ist halt Primarine an dem Punkt, weil der Rest hat halt keinen Bock, danach Surging Strikes zu fressen. Also beziehungsweise Aquajet oder was auch immer. Ja, also Gengar hat auch nicht so viel Spaß an dem Aquajet, der dann kommt, vor allem mit dem Ice Punch vorne drauf. Fuego denkt sich, nee, danke, Bruder, Surging Strikes könnte mich killen. Und ja, Garchomp hat halt eigentlich auch keinen Bock auf Ice Punch, also sowieso keinen Bock auf Ice Punch. Und sowieso, Protective Pets hier auch nochmal sehr gut gegen Garchomp, weil Rauhaut, weil er kann ja theoretisch Doppel-Beulenhelm so spielen mit Rauhaut und Beulenhelm. Und da sind die Protective Pets eben nochmal mehr wert für uns. Kommen wir zu Latias. Und Latias ist wie letztes Mal unser Choice Scarf, aber mit ein bisschen einem anderen Set. Wir spielen diesmal den Draco Meteor, den Psychoshock, den Pokéball und die Staffette. Draco Meteor, Psyshock sollten klar sein als Steps. Wenn viel down ist, können wir mit Draco Meteor halt eigentlich immer einen guten Kill holen oder zumindest guten Druck aufbauen. Gleichzeitig können wir damit einen Garchomp, was sich Speed Setup rausnehmen, was ziemlich nice ist und was ich auf keinen Fall missen möchte. Dann haben wir den Psychic-Shock, den habe ich jetzt speziell über der Psychic genommen. Mosquito ist nicht mehr da, das heißt, wir brauchen keine Psychic, um den zu one-shotten. Er lebt ja Psychic-Shock. Aber Psychic-Shock ist hier gegen, wenn es nicht gerade Fuego ist, gut gegen Scaraborn, gut gegen Primarine, gut gegen Gengar. Und alles, was so ein bisschen mehr in den Spätzef-Bereich fällt, weil ich habe halt auch, muss ich sagen, ein bisschen Angst vor einem Common Primarina auch wieder. Und da ist Psyshock halt einfach die bessere Wahl als Psychic. Und wie gesagt, ohne Recovery, ohne Reliable, kriege ich ihn halt damit auch runtergechippt. Vor allem, weil Primarine relativ langsam ist, muss man sagen. Genau, Shadow Ball ist für Metagross da. Eigentlich. Metagross, Delmice, Gengar. Damit treffe ich diese eine Hälfte des Teams ganz gut. Und ist so mein Midground-Play, könnte man sagen. Wenn, vor allem, wenn Fuego nicht dabei ist. Und Silvelli, ja. Also. Genau, wir haben noch den Baton Pass dabei. Man hätte natürlich noch einen offensiven Move nehmen können, aber ich sehe schon, dass wenn Latias drin ist, er Metacross zum Beispiel reinschmeißt oder Primarine, um das zu checken. Und da kann ich halt Baton Pass drücken, kann mir direkt wieder Momentum holen. Funktioniert vielleicht nur einmal, aber es kann richtig gut funktionieren, um da den Druck aufrecht zu erhalten. Wenn er sagt, er hat seinen Latias-Check X, kann ich Baton Pass drücken, er geht raus, holt seinen Check rein und ist nice. Also wenn ich zum Beispiel Garchomp einen Kill holen sollte und ich komme rein, kann man sich überlegen, Baton Pass zu drücken, weil Garchomp eigentlich rausgehen müsste in der Situation.
zum Bleistift. Genau. Also es ist im Prinzip meine Notfallwand gegen, nicht Wand, Offensive, meine Notfallkanone gegen Garchomp. Gleichzeitig Fullspeed, damit wir mit Gengar Speed heilen, wenn er es gab. Das kann er uns nämlich nicht rausnehmen, wie ihn hingegen schon. Vor allem mit Psyshock. Was nochmal mehr Schaden macht als Psychic gegen den Jungen. Genau. Das ist Latias. Latias sieht wieder stabil aus. Wir gehen weiter zu Crocodile. Heute ohne Urshifu und ohne Thunderous und ohne Heatran. Hier, obviously. Thunderous fand ich nicht so krass gegen das Team. Muss ich einfach sagen, persönlich. Wir spielen einen Rindleberry, Crocodile. Man könnte über. Ich bin immer noch unsicher, ob ich nicht Citrusbeere eher sehe als Rindleberry. Aber so können wir auf jeden Fall einmal in Delmeist drin bleiben, was ganz nice ist. Und ich, wie gesagt, ich habe Angst gegen Delmeist und Energy Ball gegen mein Team sehe ich schon. Als Move, den man mitnehmen möchte. Wir haben das Erdbeben dabei, wir haben den Abschlag, den Schuppenschuss und die Tarnsteine. Ich wollte die Tarnsteine nicht komplett missen. Kann ja ganz geil sein. Wir haben mit Earthquake Knock auf sehr gutes offensives Potenzial. Das einzige Mon, was in alle Moves eigentlich ganz gut reinkommt, ist Scaraborn, wobei das auch 30% von einem Knock auf Earthquake oder Scale Shot frisst. Gleichzeitig kann uns Scale Shot gegen Garchomp die Oberhand gewinnen lassen, wenn wir Scale Shot drücken und da kommt Garchomp rein. Wäre halt Premium, muss man ganz klar sagen, weil danach sind wir schneller und haben die Möglichkeit, ihn rauszunehmen. Genau. Der Rest ist relativ klar, wir sind gespeed creeped auf Scaraborn, genauso ganz nebenbei mit Urshifu, kann ich noch sagen, weil ich halt glaube, dass er die Welle nicht mitnimmt. Ich hoffe, das wird mir nicht das Bein brechen, weil da habe ich mit einigen Monstern auf gespeed creeped. Das wäre schlecht. Aber gut, wir gehen weiter. Wir gehen weiter auf Celebi, um genau zu sein. Celebi ist unsere Defensive in dem Team. Es sieht ein bisschen weird aus, das Set erstmal. Wir sind gespeedgreed auf Scaraborn, sind scheu, haben aber nur einen speziellen Move dabei. Ich weiß, es wird wild. Haben dabei die Anti-Geist-Bäre, also die Kesset-Bäre, natürlich Natural Cure, wie immer. Wir spielen Spukball, den Tiefschlag, die Genesung und die Laubklinge. Warum dieses Set? Es ist ein bisschen wild. Und im Spiel gibt Sinn. Der Speed ist auf Scaraborn gespeedgreed. Gibt auch Sinn. Wir spielen Leaf Blade über Gigasauger und Co., damit wir eben Primarina, auch wenn es sich setupen sollte, mit Command etc., gut rausnehmen können. Wir können auch reinkommen später, wenn das ein Full-HP-Primarina ist, machen wir, glaube ich, 62% mit der Laubklinge, trotz meines Attack. Generell machen wir auch Garchomp 25% mit einer Leaf Blade. Stellen zwar Kontakt her, was ein bisschen blöd ist wegen Rauhaut, aber das ist auch noch in Ordnung. Also da halten wir auch noch einen gewissen Druck aufrecht. Der Spukball ist unverzichtbar in dem Matchup, wegen Delmice und Metagross, die treffe ich anderweitig nicht wirklich gut. Klar, Sucker Punch, theoretisch, praktisch, willst du dich nicht auf einen Sucker Punch verlassen müssen in der Situation. Außerdem ist Metagross ja doch, und Moruda sind ja beide relativ physisch bulky und können da kann ich halt mit dem Spukball gut Schaden machen. Sucker Punch ist in der Situation da, um eben, wir outspeeden einen normalen Bullet Punch von Metagross mit einem Sucker Punch. Wir können ein Setup-Mon hier nochmal ein bisschen ärgern, indem wir dem Sucker Punch ins Gesicht hauen. Also wir haben da schon Optionen, eben Sucker Punch zu unserem Vorteil einzusetzen. Es muss nicht zwingend funktionieren, aber es kann halt auch ein Überraschungsmoment sein, gerade wenn Gengar oder so reinkommt und sich sagt, ach, jetzt boxe ich aber mal Celebi um. Tja, Celebi macht halt 50% Schaden auf ein offensives Gengar mit Sucker Punch. Und wenn der vorher in den Spukball reingekommen ist, ist er dann tot. Ja, weil das offensives Gengar jedenfalls. So war der Gedankengang. Das Ding dient in erster Linie auch, also es gilt so als genereller Switchen für einiges. Ich glaube, das einzig wirklich defensive Mon in unserem Team, was wir dabei haben, es dient vor allem für Maruda. Ich habe lange überlegt, ob ich einfach gar kein Item spiele wegen Poltergeist, aber er kann halt auch Shadowclaw spielen. Bei Maruda bin ich mir halt relativ sicher, er muss Erdbeben haben, um Heatran zu hitten. Er muss Blattgeistel haben für Landturnen, Urshifu, viele Mons, Crocodile etc. Also da, Blattgeistel ist relativ obvious. Das heißt, die zwei Moves halte ich für sicher. Einen Geist-Move wird er spielen, also entweder den Poltergeist oder die Shadowclaw. Poltergeist killt aber One-Shot einen Latias, während das Shadowclaw nicht kann. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er hier vielleicht eher auf den Poltergeist zurückgreift. Und dann hat er noch einen Slot offen, den kann er entweder noch mit einem Ankerschuss belegen, theoretisch. Er kann ihn mit einem mit einer Synthese belegen oder eben mit einem Double Ghost Step, also dass er sagt, er spielt Poltergeist plus Shadowclaw. Dieses Set gewinnt halt immer gegen Poltergeist-Sets. Das würde es aber auch ohne Item. Das hier ist so ein bisschen der Midcron-Play, weil wir damit eben auch ein potenzielles Shadowclaw-Set abdecken würden, weil wir davon, je nachdem, wie es invested ist, also wenn er kein voll offensives Maruda ist, two-shottet er uns nicht mit, mit Shadowclaw, was ganz nice sein kann. Wir machen den zwar mit Shadowball keine 50%, sondern ich glaube, in der Full-HP ist nur 40 oder sowas. Aber wie gesagt, Synthese gibt es nur 8-mal. Wir haben 16-mal Genesung und das ist für uns der Vorteil, wir gewinnen das Matchup auf Dauer eigentlich schon. Mit Shadowclaw wird es ein bisschen schwieriger, aber wenn er nur Poltergeist dabei hat, sind wir eigentlich relativ sicher gegen das Maruda, auch wenn er Toxin spielen sollte.
wir haben Natural Cure, wir können immer rausgehen in der Situation. Gleichzeitig die das auch noch für den Switch und für Primarene. Also wir haben ja schon ein gewisses ein Set, was Gedanken dahinter hat. Es hat halt keine Chance gegen Fuyuko. Das ist ein Problem. Aber das kann man kaum ändern. Aber gut. Gehen wir weiter zu Aerodactyl. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir eigentlich gleich kämpfen wollten. Es ist jetzt 18 Uhr, sehe ich gerade. Das heißt, wir wollen eigentlich gleich loslegen. Das heißt, ich beeile mich ein bisschen. Wir haben ein offensives Aerodactyl dabei. Gleiches Set wie letztes Mal, nur mit einer Barbiribeere. Warum Barbiribeere? Ich kann gegen Metagross einmal drin bleiben und kann einfach Earthquake drücken. Womit wir einem Speedy Metagross, ähnlich wie Gedanken wie letztes Mal, wenn er Fullspeed Jolly ist, kann er Latias Scarf outspeeden. Aber nur dann. Und dementsprechend kann ich einem Speedy Metagross 50% Schaden mit Erdbeben machen, was ein guter Anfang ist. Und dann muss ich halt schauen, wenn der Weakness Policy ist, wird es halt schwierig. Wir haben Steinkante, Dual Wingbeat, Earthquake und Icefang dabei, wie letztes Mal, weil wir damit das Team wieder sehr gut treffen können. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, zu Aerodactyl nicht zu sagen. Wir leben halt auch im Meteor Mash, solange er nicht plus 2 ist. Das kann halt ein bisschen ein Problem sein, wenn wir schneller sind, dann drückt Meteor Mash direkt, dann hat er halt plus 2 und kann uns trotz Barbiribeere wahrscheinlich rausnehmen. Wäre halt ungünstig, aber ja. Wir werden es sehen, ich werde erstmal gucken, hoffentlich herausfinden können, was er für ein Set ist. Wird halt schwierig. Kommen wir zum letzten Mal und kommen wir zu, Sinvelli. Mit der Feendisk, wir spielen den, nicht Parting Shot, das ist falsch, das ist outdated, das ist U-Turn. Das habe ich schon geändert, aber nicht hier im Set. Wir spielen wieder ein Speed Creep auf Scarabon. Scarabon macht auch nicht wirklich viel gegen Sinvelli. Wir haben dabei die Multi-Attack, die U-Turn, Thunderwave und Crunch. Warum Thunderwave? Metagross ist ein sehr guter Switchen in Sinvelli. Thunderwave verändert also Agilitäts-Setup. Er müsste plus 6 gehen, um genau auf den gleichen Effekt zu kommen wie plus 2 Speed ohne Paralyse. Entsprechend, das Setup gebe ich ihm nicht. Das Setup kriegt er von mir nicht. Aber Thunderwave ist ganz nice, eben auch um theoretisch Full Para zu bekommen. Wenn wir das predikten. Er wird nicht in Garchomp gehen in der Situation. Er wird eigentlich immer auf was anderes gehen gegen Sinvelli. Eigentlich sind seine Switch-Ins halt Ruder, maybe, und Metagross. Das sind eigentlich seine Switch-Ins für Sinvelli, weil alles andere hat eigentlich keinen Bock, da reinzukommen. Mit Crunch und Multi-Attack treffen wir das ganze Team sehr, sehr gut. Und machen sehr viel auf 50%, deswegen sehe ich das ja doch weiterhin. Ich hatte erst Parting Shot drauf, habe mich dann für U-Turn entschieden, weil, wie gesagt, Metagross ist ein sehr guter Switch-In dafür. Und Neutraltause blockiert Parting Shot. Leider Gottes. Also dann verliere ich Momentum. An sich ist Parting Shot besser in dem Matchup, aber gegen Metagross im Speziellen ist U-Turn besser, um das Momentum aufrechtzuerhalten. Was Blödes, weil ich deswegen U-Turn spielen muss. Und da kann eine Beulenhelm und eine Rauhaut sein, die beides scheiße sind. Aber macht man nix. So ist es halt jetzt einfach und das hätten wir dabei und ich hoffe, es funktioniert so. Auch wieder Sinvelli dafür da, dass wenn der Schuppenschuss drückt, sich nicht weiter Speed setupen kann. For free, weil ich halt immunisiere. Wenn Nitro nicht dabei ist, muss Sinvelli mit für Drachen, das ist eigentlich auch klar. Genau, das ist mein Team gegen den guten Blocky. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir eine Lücke haben. Ich weiß es nicht, aber ich habe auch gleichzeitig ein gutes Gefühl. Ich finde das Celebi sehr cool und stylisch und ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Ich habe ganz nebenbei nachgeschaut. Castleberry gegen Poltergeist funktioniert. Also sie reduziert erst den Schaden. Man wird trotzdem noch getroffen, aber danach habe ich keine Ahnung mehr. Das heißt, Poltergeist trifft mich nicht mehr. Das ist ziemlich gut. Genau, das ist das Team. Wir sehen uns morgen zum Kampf. Ich weiß nicht, wie viel Uhr. Schaut in den Spielplan. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.